Mein Herr, mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebets so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Mein lieber Gott, warum hast du das, genau das zugelassen? Ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe dich nicht mehr. Ungefähr diese waren die Worte, die einer Person Gott gerichtet hat. Eine gute Freundin von ihr war gestorben. Und sie hatte für diese Freundin lange Zeit gebetet, für ihre Besserung. Und nicht nur sie, sondern viele andere Leute und mit viel Glauben. Und ab und zu sah es so aus, als ja, als die Freundin jetzt endlich gesund wird. Aber am Ende nicht. Am Ende ist sie gestorben. Und dann kam die Krise. Wofür das Gebet? Wofür bitten? Wozu das Bittgebet? Herr, am Ende, du machst, was du willst. Die Überraschung kam einige Monate später. Das waren zwei authentische, große Wunder, für die sie gebetet hatte. Und nochmal die Frage, um warum das schon und mein anderes Anliegen nicht? Also jetzt verstehe ich dich, Gott, noch weniger. Warum diese zwei Wunder schon und das Leben dieser meiner Freundin nicht? Als würdest du, Herr, dieser Person sagen wollen, ja, dass mein Wille geschehe, dass ich tue, was ich will, bedeutet nicht, dass ich mich für deine Anliegen nicht interessiere. Ja, ich tue meinen Willen, ich mache, was ich will, aber ich habe auch Gründe, um deinen Willen auch zu tun. Ich höre dein Gebet, ich lese das, was du im Herzen hast. Wahrscheinlich, wir alle haben diese Erfahrung gehabt, verblüfft, perplex vor Gott zu stehen. Herr, und was kommt jetzt? Diese drei Fragen, die wir uns gestellt haben oder stellen werden. Welcher ist dein Wille? Was willst du eigentlich? Wer kann dich verstehen? Ja, welcher ist dein Plan? Welche ist deine Absicht? Und ist es überhaupt möglich, Herr, dich zu verstehen? Aber heute lässt du uns nicht alleine mit unseren Fragen, sondern heute Christus schenkt uns eine schöne Antwort. Heute, Herr, sagst du uns, ich gebe dir die Antwort auf die Frage nach dem Willen meines Vaters. Es ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, die er mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Denn es ist der Wille meines Vaters, dass alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass ich auferwecke am letzten Tag. Du, Herr, sagt uns mit diesen wenigen Worten zwei Sachen. Eigentlich ist eine einzige, aber aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Gott will, dass niemand verloren geht. Gott will, dass alle die Fülle des Lebens haben, das ewige Leben, mein Leben. Das ist der Wille Gottes. Können wir anders formulieren? Gott will alles und alle retten und Gott will allen sein Leben schenken. Ja? Eigentlich das ist, was du dein ganzes Leben gemacht hast. Ja, das ist was, das du heute machst. Ja, und wir glauben daran fest, dass das wirst du weitermachen bis zum Ende der Welt. Reden, 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 dass niemand verloren geht. Alles Mögliche machen, um alle Menschen retten zu können. Und deine Liebe und dein Leben schenken. Ich denke, das kann uns helfen,
in diesen Augenblicken, wo wir den Herrn um unsere Anliegen bitten. Herr, dass mein Wille mit deinem Willen übereinstimmt, reinige meine Wünsche, reinige mein Herz. Jeder von uns hat seinen eigenen Willen und es ist wunderbar, dass es so sei. Herr, du hast uns so geschaffen mit einem Willen und dank dieses Willen können wir uns Sachen vornehmen, Projekte entwickeln, vorankommen. Aber jetzt, dass wir unseren eigenen Willen nicht absolutisieren. Vielleicht ist nicht das Allerwichtigste, dass unser Wille sich am Ende, koste was es wolle, sich durchsetzt. Du, Jesus, du weißt, du hast immer vor deinen Augen den Willen deines Vaters. Für uns ist das nicht so ganz einfach. Nicht nur, dass wir das vergessen, sondern manchmal erkennen wir den richtigen Willen Gottes nicht. Gut, ich denke, dass Gott versteht das auch. Ich denke, du, Herr, verstehst, dass ab und zu fällt uns unglaublich schwer, einfach zuzugeben, dass es gibt Dinge, die noch wichtiger sind als das, was wir im Herzen tragen. Du verstehst, dass für uns ist fast unbegreifbar, dass es andere Sachen wichtiger gibt als die, die wir uns jetzt wünschen. Herr, ja, dass eine Person wieder gesund wird und in dieser Zeit natürlich ist ein großes Anliegen für viele Leute, für uns auch. Oder dass eine Person aus einer schwierigen finanziellen Situation rauskommt. Oder eine Stelle zu finden. Oder die richtige Person zu finden, weil ich will nicht alleine leben. Und doch, ne, kennen wir, vielleicht sind wir auch wieder in dieser Lage. Vielleicht bist du jetzt in dieser Lage. Nach der Suche nach der richtigen Person für dein Leben. Und du findest diese Person nicht. Und du betest und betest und betest und komm nicht. Ja, natürlich, das ist wichtig. Und Gott versteht das. Ja, du verstehst das. Aber jetzt wollen wir einen Schritt weitermachen. Vielleicht ist ein Sprung. Ist der Sprung des Vertrauens. Und diesen Sprung muss jedes Kind Gottes machen. Und dieser Sprung lautet so. Ja, es kann auch gut sein, dass du etwas weißt, das ich noch nicht weiß. Es kann gut sein, dass du viel mehr siehst, als das, was ich jetzt in diesem Augenblick sehe. Ja, es kann gut sein, dass es auch andere Sachen, die wichtiger sind, als meine Anliegen gibt. Auch wenn für mich das jetzt in diesem Moment als etwas Unmögliches aussieht, war doch kann gut sein. Das ist der Sprung des Vertrauens. Herr, du spielst nicht mit unseren Gefühlen, du spielst nicht mit unseren Schmerzen, du spielst nicht mit unseren Nöten. Eigentlich, wir können heute diesen Sprung machen. Wir können jetzt diesen Sprung machen. In diesem Gebet können wir das zusammen machen. Denken wir jetzt in diesem Moment an etwas, was für uns sehr wichtig ist. Ein wichtiges Anliegen. Etwas, was wir im Herzen tragen. Und sagen wir dem Herrn, jetzt lasse ich das in deinen Händen. Du weißt mehr. Dein Wille geschehe. Herr, ich will nicht etwas von dir, sondern dass alles nur von dir kommt. Du weißt mehr. Nicht etwas von Gott, nicht etwas von dir, sondern dass du mir etwas gibst. Aber das Wichtigste ist, dass du mir das gibst. Ja, das ist der Wille Gottes. Retten und Leben schenken. Und du weißt mehr. Es hat mich tief beeindruckt. Ein Gespräch vor einigen Jahren mit einer jungen Frau, die erwartete endlich ein Kind. Nach vielen Jahren und Schwierigkeiten endlich ein Kind. Und die waren so froh, ne, mit ihrem Mann so froh. Endlich, ne, unser Wunsch zur Erfüllung. Ne. Gut, das kleine Kind war noch im Schoß, ein paar Monaten, ja, ein paar Wochen im Schoß. Ne, und sie hat mich um Gebet gebeten. Aber gleichzeitig gesagt, aber wir haben alles in den Hände Gottes gelassen. Wir sind komplett auf Gott verlassen. Das hat mich tief beeindruckt. Das ist heroisch. Ne? Ich denke auch, ohne deine Hilfe ist auch nicht möglich, sowas zu sagen.
Ja, das ist unser größter Wunsch, ist der größere Wunsch, den wir haben. Aber gleichzeitig alles in deinen Händen. Du weißt mehr. Ja, Herr, du bittest uns nicht um mögliche Sachen, aber wenn du uns etwas sehr Schwieriges, um etwas Schwieriges bittest, dann schenkst du auch die nötige Hilfe, um diesen Sprung des Vertrauens zu machen. Was für ein guter Wunsch heute, diese in unserem Gebet, Herr, dass mein Bittgebet, dass meine Bitte, Bitten und Gebet von jemandem wird, der nur einen einzigen Wunsch hat, dass dein Wille geschehe. Du kannst mehr geben, du gibst immer das Beste. Du kannst jetzt nach diesem Impuls weiter beten und vielleicht im Laufe des Tages dich an den Herrn zu wenden, mit diesen einfachen Worten, aber können so viel Gutes in dir tun. Herr, lehre mich das Richtige bitten. Herr, reinige mein Bitten, reinige mein Gebet, damit ich nicht nur meine Sachen bitten, sondern dass ich auch alles in deinen Händen überlassen kann. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine Unbefleckte, Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.